Heirate mich. Nein, lass uns in Ruhe! Es gibt 12 Bomben in diesem Krankenhaus. Das wird eine gewaltige Explosion. Bitte nicht! Dann heirate mich. Nein, du Verrückte! Mara, drück auf den Knopf. Nein, lass das! Ich zähle bis 3. Hör auf, Mara! Nein, fang an zu zählen, Mara. Okay, Tante. Mit welcher Zahl muss ich beginnen? Mit 1, mein Schatz. Nein, mit 5. Halt deinen Mund, Mia. Jetzt zähl, mein Schatz. 1. Hör auf zu zählen, du kleines Monster! Hör nicht auf Paul. Du machst das gut, mein Schatz. 23. Haha, Mara kann nicht einmal zählen. Wie peinlich. Provoziert sie nicht. Nach 1 kommt 2, mein Schatz. 5. Nein, 2, mein Schatz. 2. Sehr gut, Mara. Nein, drück nicht auf den Knopf! Es ist vorbei, Paul. Heirate mich oder wir alle sterben. Okay, ich heirate dich. 3. Nein! Nein. Was ist passiert? Die haben wirklich alle Bomben gezündet. Wir müssen hier raus. Der Raum füllt sich mit Rauch. Mia, hörst du mich? Bitte sag etwas, Schatz. Hä? Was ist hier los? Wo bin ich hier? Wir sind im Krankenhaus. Mara und Julia haben auf den Knopf gedrückt. Warum leben wir noch? Ich weiß es nicht. Mia, hör mir zu. Ja, Papa. Wir müssen hier raus. Der Raum füllt sich immer mehr mit Rauch. Ist das gefährlich? Ja, wir könnten eine Rauchvergiftung bekommen. Kannst du aufstehen? Ich denke schon. Mein Kopf tut weh. Meiner auch. Das ist wegen des Rauchs. Wir müssen das Krankenhaus verlassen. Was wird aus den anderen? Julia kann von mir aus sterben. Mara auch. Aber was ist mit meinem Schatz? Meinst du Nico? Ja, wen sonst? Thomas oder was? Der ist mir nämlich ziemlich egal. Aber Thomas hilft uns doch die ganze Zeit. Ja, aber der lässt Julia immer aus dem Gefängnis entkommen. Auch wieder wahr. Bitte rette Nico. Ich glaube, der ist verloren. Warum das denn? Da ist überall Feuer und Nico ist unter dem Bett. Ich komme nicht an ihn heran. Hier ist zu viel Rauch. Wir müssen hier raus. Aber ich liebe Nico. Er darf nicht sterben. Er wird es schon schaffen. Nein, wir müssen Nico retten. Es reicht jetzt. Wir müssen hier raus. Ich werde dich retten. Nein, bitte rette Nico. Das kann ich nicht. Ich muss erstmal dich retten, Mia. Nein, das werde ich dir nicht verzeihen. Mir egal, du bist mir am wichtigsten. Hier ist auch bereits Rauch. Bitte geh zurück und rette Nico. Nein, das kann ich nicht. Ich muss dich in Sicherheit bringen.
Ich hasse dich. Und ich liebe dich. Oh nein, hier ist Feuer. Wir kommen hier nicht durch. Was machen wir denn jetzt? Was ist passiert? Ach ja, Mara hat auf den Knopf gedrückt. Mara, hörst du mich? Wo ist denn Paul hin? Ich muss ihn finden. Halte durch, Mara. Ich muss erst Paul finden. Bleib du bei Nico. Es gab eine riesige Explosion im Krankenhaus. Wir müssen uns beeilen. Hier ist so viel Rauch. Ich muss auf dem Boden robben. Ich komme, Paul. Jetzt beruhige dich, Mia! Wir müssen überleben! Aber was wird mit Nico? Der wird es schon schaffen! Das Feuer ist gewaltig. Wir müssen die Menschen retten. Fahrt schneller. Hey, Süßer. Du bist ja noch am Leben. Ja, natürlich. Das ist sehr schade. Heiraten wir jetzt? Nein, wenn wir hier nicht rauskommen, werden wir eh alle sterben. Dann sterben wir aber zusammen. Das ist so romantisch. Du bist total bescheuert. Wir brauchen mehr Wasser. Wir brauchen einen Hubschrauber dafür. Gute Idee. Ich werde meine Tochter retten. Und was ist mit mir, Schatz? Du bist mir egal. Ich liebe dich auch, Süßer. Ich habe eine Idee. Welche denn, Schatz? Ich rette Mia und du bleibst im Krankenhaus. Aber dann sterbe ich doch. Ganz genau. Du bist süß, wenn du sauer bist. Heute ist das letzte Mal, dass wir uns sehen. Warum das denn? Ich lasse nicht mehr zu, dass du meine Familie gefährdest. Was willst du dagegen machen? Mia, kannst du bitte von meinen Armen runtergehen? Was hast du vor, Papa? Das wirst du sehen. Okay, mach aber nichts Dummes. Ja, vertrau mir. Na gut. Wir haben einen Einsatz in einem Krankenhaus. Das Krankenhaus steht in Flammen. Wir holen uns Wasser aus dem Fluss. Wir werden den Container mit 8000 Litern Wasser befüllen. Beeilen wir uns. Ich gebe dir eine letzte Chance. Lässt du mich und meine Familie in Ruhe oder nicht? Nein, ich liebe dich. Ich werde meine Familie beschützen. Nimm die Waffe runter, Paul. Nein, das endet hier und jetzt. Hier ist es gut. Befüll den Container. Alles klar. Wir sind fertig. Jetzt schnell zum Krankenhaus. Was hast du vor? Ich beende es! Du wirst meine Familie nie mehr in Gefahr bringen! Aber ich habe immer nur dich geliebt. Du bist krank! Es gibt keinen anderen Ausweg! Es tut mir leid. Tu es nicht, Papa. Es muss sein, Mia. Du bist kein Mörder. Das war's, Julia. Lass das Wasser raus. Tschüss, Julia. Ich liebe dich, Paul. Es geht schnell vorbei.
Mach es gut, Julia. Was ist das für ein Geräusch? Was ist passiert? Das Feuer ist aus! Jetzt können wir heiraten, Paul. Stürmt das Gebäude? Jawohl. Hände hoch. Sie sind verhaftet. Aber sie wird wieder ausbrechen! Sie kommt in ein Hochsicherheitsgefängnis. Verhaftet bitte auch Mara. Du bist verhaftet. Was ist passiert? Ich liebe dich, Nico. Ich liebe dich, Paul. Ihr seid schreckliche Menschen. Bis Montag in der Schule, Mara. Spaß, du gehst ins Gefängnis, du dumme Nuss. Ich hoffe, wir sehen euch nie wieder. Gebt einen Daumen hoch. Und klickt auf dieses Video, um noch mehr Deutsch zu lernen.